Herzlich willkommen zurück. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid. Zu einer neuen Ausgabe der Gothic 2 Mod Juran. Ach ja. Ich wollte erstmal nochmal Fleisch braten gehen bei der geilen Maria. Hey, du. Oh, gleich mal 20. Rate mir 20 Keulen Fleisch. Okay, aber das sieht aus wie Ratte, riecht wie Ratte und ist Ratte. Du bist eine Ratte. Also, lass es dir dann schmecken. Wir können nur abwarten. Ah, du weißt einfach nicht, was gut ist, ey. Das ist eine Spezialität ist in Frankreich. Ja, wenn sie das nicht sieht, kann ich ihr auch nicht mehr helfen. So. Aber ganz ehrlich, das Fleisch kann ich auch mal verkaufen. Das ist so dieses Willow-Gammelfleisch von den kleinen Varan-Viechern und so. Muss ich nicht haben. Ich werde jetzt aber mal mit den Rittern reden, hier, die hier so rumlaufen, und den Paladin. Bezüglich dieses Angiers irgendwie, oder dieser Quest mit dem Pelé. Lass uns erstmal abwarten, was daraus wird. Lass uns erstmal abwarten, was daraus wird. So, rede ich mal mit den ganzen Rittern hier. Gucken, ob die was wissen. Okay, der weiß nicht mal, wie man ein Schwert hält. Der übrigens auch nicht. Aber gut, dafür trainieren sie ja hier. Ach, erzähl mir nicht sowas. Die stehen sich aber sehr nah. Er ist noch sehr jung. Oh Mann, ey. Das ist einfach True Love zwischen den beiden. Nehmt euch ein Zimmer. So, dann gehe ich mal nochmal in die Burg und quatsch mal mit den Paladinen. Weil ich habe doch hier so einen Speedtrank oder etwa nicht. Jo. Speedy Gonzales ist am Start. Ja, mal gucken, was hier so Sancho und die anderen zu sagen haben. Alle nichts, haben alle nichts zu sagen. Was ist mit dir? Au, oh, warte mal. Ich möchte handeln. Sumpfkraut, 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 nee, Sumpfkraut, bitte, bitte. Oh, dem habe ich das Cello verkauft. Okay, nehm ich. Der hat aber kein Sumpfkraut, leider. Schade. Aber der hat Minecraft-Zahn, die brauche ich. Oh, 5000, okay, gut. Vielleicht jetzt im Moment gerade nicht. Aber der hat nochmal Speed-Tränke, aber 200 Mark auf Einnehmer. So. Deine Quest habe ich noch nicht erfüllt. Deine hingegen schon. Müssen wir irgendwie mit diesem Parsival quatschen. Okay, jetzt haben wir das Cello schon mal. Jetzt fehlt uns nur der Cello-Bogen, oder nicht? Oder liege ich da falsch? Bin ich da falsch informiert? Wer weiß. Ich gucke da nochmal in Ruhe. Ich will erstmal den Speed-Trank nochmal maximal ausnutzen. Oh. Ist das eins von den Brettern, die dieser Markus sucht? Nee, offensichtlich nicht. Das könnte ich wahrscheinlich anwählen, oder? Nee. Okay, shit, ist doch keins von denen. Oh, wie komme ich jetzt hier da raus? Oh nein. Na gut, jetzt habe ich den Speedtrank ein bisschen vergeudet. Aber ich habe mir gerade einen neuen gekauft. Strafe muss sein. Hätte jetzt kurz Hoffnung, dass das eins der Bretter ist, die ich brauche. Aber auch interessant hier, guck mal. Die können die Brücke theoretisch abreißen. Und dann wäre die Burg im Wasser ziemlich gut geschützt, aber andererseits ist es halt diese Wasserburg. Und ganz ehrlich, nicht nur, dass man da gar nicht runterschießen kann von den Mauern aus, man kann nur aus dem Turm rausschießen, theoretisch. Also wäre diese Burg einzunehmen jetzt wahrscheinlich nicht so schwer. So, wo ist jetzt... Wo sind jetzt diese Paladine, diese Parsival und dieser Patiens, oder wie er heißt. Ich habe seinen Namen gar nicht mehr auf dem Schirm. Irgendwas mit P. Oder Patrice? Patricio? Ich weiß, keine Ahnung. Irgendwie so. Oh, warte mal. Mit dem könnte ich aber auch nochmal reden. Hey. Ja. Warte mal. Ich habe da einige Fragen. Ich habe keine Zeit, Klein. Oh, Mann. Warum bist du überhaupt im Spiel? Na gut. Er hätte es, glaube ich, anders gemacht. So, da steht zumindest der Parsival. Percival. Hey. Okay, also der kann mir offensichtlich auch nichts erzählen. Was ist mit dir?
Nee, auch nicht. Hm. Ja, das sind die drei Balken, genau. Dann hatte ich hier jetzt, hier. Nee, warte. Das war bei. Witzigerweise stand das bei erfüllt mit drin. Wo bin ich? Da bin ich. Hier steht, ich muss erst noch mehr Leute befragen, die Ritter in dem Turm vor der Burg oder die Stadtwachen wären eine gute Anlaufstelle. Keiner von denen hat irgendwas zu sagen. Einer fällt mir jetzt noch ein, den wir noch anquatschen können. Was ist mit dieser einen Wache? Irgendwas auch mit N, aber der da die ganze Zeit gepennt hat. Was ist mit dem? Der hat mir zum Beispiel die Sache mit dem Haus hier erklärt. Hier, der da. Neogen. Hey. Naja, auch nichts zu melden. Schade. Ja gut, dann habe ich keine Ahnung. Dann bin ich absolut ratlos, was das jetzt bringen könnte. Musik und Katzenjammer, Cello. Ah, den Cellobogen habe ich sogar schon. Brauche nur noch die Trommel, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 4, 8. Tatsächlich, ich brauche nur noch die Trommel, dann habe ich alles. Cello habe ich, Cellobogen habe ich. Das Trummscheit. Drumsticks. Der blaue Dudelsack, der gelbe Dudelsack, Harfe und Laute. Ja, jetzt fehlt nur noch diese blöde Trommel. Hm, wo ist die denn? Gute Frage. Vielleicht irgendwo im Orkgebiet, aber eigentlich macht das auch keinen Sinn. Tja. Ja, wisst ihr was? Also ich glaube... das war knapp. Ich glaube, ich habe zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ich erkunde weiter das Orkgebiet. Die zweite Möglichkeit ist, ich gehe jetzt durch das Portal. Ich glaube, ich werde zuerst weiter das Orkgebiet erkunden. Ich habe ja hier noch die Quest offen, Karte der Zombies. Ich soll eine Karte an dem Strand im Orkgebiet suchen. Ein toter Speer soll sie haben. Genau die suche ich jetzt. Oder ich versuche es zumindest. Ich versuche die jetzt zu suchen. Warte mal, aber weißt du vielleicht was über... irgendwas? Nee. Okay, gut. Ja, dann gehe ich jetzt nochmal ins Orkgebiet. Ich glaube, ich habe jetzt ja auch eine bessere Rüstung, eine bessere Waffe, mehr Leben, mehr Stärke, mehr Einhandtalent. Also ich glaube, wir sollten jetzt es etwas einfacher haben... Falls wir tatsächlich jetzt auf ein, zwei Orks treffen, dann denke ich mal, sind die jetzt kein Problem mehr. Die Marschroute ist klar. Der Wind, das himmlische Kind. Die Marschroute ist klar, also es gibt natürlich jetzt eigentlich so ziemlich nur eine Stelle im Orkgebiet, wo wir jetzt noch nicht waren. Oder eine Richtung zumindest, die jetzt noch offen ist. So. Und ich habe natürlich auch ein gewisses Interesse daran, jetzt hier nochmal weiter zu looten und zu plündern und Erfahrung zu sammeln. Gebt mir eure Felle, denn sie wärmen mich so schön. Naja, eigentlich nicht. Ich glaube, Wolfsfell ist ziemlich... Naja, wobei, kommt drauf an. Also so ein Schneewolf, der hat wahrscheinlich schon ein dickeres Fell als so ein normaler Lausitzerwolf oder so. Kann ich mir schon vorstellen. Wobei ich mir halt Wolfsfell nicht so schön flauschig vorstellen kann, wie so ein Schafsfell. Da wird es definitiv Unterschiede geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Mein Gott. Na gut, ich esse die Äpfel jetzt mal auf. Pass auf, ey, nächste Folge. Oh, bring mir 10 Äpfel. Oh, geil, ein Stärkebonus. Teglas Eintopf, wo auch immer ich den gefunden habe. Kann ich mich gerade gar nicht dran erinnern. Aber hey, ein Stärkebonus nehme ich natürlich gerne mit. Ja, diesen Mini-Varan lassen wir jetzt Mini-Varan sein. Da, über die Brücke. Da gehen wir jetzt drüber.
Da bin ich sehr gespannt, was wir vorfinden werden. Wahrscheinlich ist das mit dem Ork-Gebiet eine riesige Lüge. Und hier gibt's gar keine Orks. Hier gibt's Echsenmenschen. Oder irgendwas Schlimmeres. Aber die Orks sind nur ein Trugbild. Jeder denkt, dass es Orks sind, aber es sind eigentlich was ganz anderes wahrscheinlich. So, Prioritäten. Erst die Ratte, dann der Wolf. Wir mussten auch bisher noch nichts mit diesem Hund machen, der hinter diesem Lagerhaus von dem Marlon ist. Das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Vielleicht kommt das später noch dran. So, jetzt kommen wir in eine Gegend, in der wir noch nicht waren. Beziehungsweise, ich glaube, hier drüben waren wir schon mal. Also wir haben die Goblins da schon mal geplättert, aber wir sind nicht wirklich weitergegangen. Das heißt, wir werden jetzt wieder ein neues Gebiet erkunden. Jetzt wird's spannend, Leute. Fühlt ihr schon die Anspannung? Ich werde förmlich zerfressen. Vor Anspannung. Oh mein Gott, eine Ratte! Ah, der haben wir's gegeben. Okay, schauen wir mal, was diese Kyler Boys and Girls so drauf haben. Offenbar nicht so viel. Aber die haben ihr Fell drauf. Dieser Joke wurde ihm präsentiert. Von schlechtewitze.de, keine Ahnung. Warte mal, es gibt auch sogar eine Website, die heißt doch sogar schlechtewitze.de. Da sind da so richtig schlechte Flachwitze drauf. Ich erinnere mich. Oh, ein Irrlicht. Als Irrlicht wärst du in unserer Welt auch wahrscheinlich niemals arbeitslos. Jede Disco würde sich um dich reißen. Oder jeder Nachtclub würde sich um dich reißen. Wenn du dort arbeitest als Licht. Ich habe in der Mod noch keinen einzigen Ork bisher gesehen. Wirklich noch nicht. Ja, auch noch nicht. Aber da vorne ist schon mal eine Ork-Standarte. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Dass doch ein paar Orks hier sind. Das wäre doch schön. Die Musik passt auch hervorragend zu diesem Gebiet. Ganz ausgezeichnet. Ich frage mich, ob das so Orks sind wie in Gothic 3, also die sprechen können. Oder ob das wirklich einfach nur wilde Orks sind. Falls ihr euch fragt, was genau ich jetzt hier eigentlich mir von dem Besuch her erhoffe. Also zunächst mal hoffe ich, an diesen Spähbericht zu kommen oder an diesen Speer mit dieser Karte zu kommen. Dafür muss ich aber rausfinden, wo dieser Strand ist, den die gemeint haben. Und zum Zweiten hoffe ich mir natürlich Erfahrungspunkte. Beziehungsweise, was ich mir vorstellen kann. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Orks zum Beispiel diese Trommel irgendwie gefunden und geklaut haben. Und die jetzt selber nutzen. Als Kriegstrommel oder sowas. Und ich muss sie halt zu dieser Lena zurückbringen. Das könnte ich mir auch vorstellen. Und ich will natürlich gucken, ob ich hier vielleicht noch Loot finde, den ich noch gut gebrauchen kann. Und Erfahrungspunkte. Oh, und Sumpfgolem. Interessant. Ja, den würde ich jetzt mal versuchen. Ich denke, wir können ihn schaffen. Okay, ich bin im Baum stecken. Warum habe ich das getan, ich Idiot? Oh, nee, nicht verlassen. Rage quit! Gut, dass ich gespeichert habe. Boah, kennt ihr das? Wenn ihr krass kalte Getränke trinkt und es ist aber so, dass die... Muss sie an die Wand drücken. Kennt ihr das, wenn man so krass kalte Getränke trinkt und man hat dann so einen Schluck auf? Das ist mir in letzter Zeit mal wieder aufgefallen. Das ist ein kurzes Standbild hier, das hat mir kurz Angst gemacht. Und das fällt mir auch jetzt wieder auf. Also ich habe jetzt schon wieder Ansätze von Schluck auf.
Sorry, Bro. Du weißt doch, wie sowas läuft. Ah, da unten ist diese Ritualstätte, wo wir diese alte Rüstung gefunden hatten. Ja. Hier, die Ecke bietet sich auch hervorragend für ein Versteck an. Und wie sich so hier in die Höhle reingraben. Hat eine tolle Aussicht auf das Schafplateau, auf den Bauernhof und auch auf die Brücke ins Orkgebiet. Man hat das Schiff hier unten im Blick, man hat dieses Relikt, diesen Reliktplatz im Blick. Und man hat die Orks, ja, mehr oder weniger im Blick. Also, eine gute Ecke für den Eremiten, würde ich sagen. Wirklich. Aber an dem Wetter auf der Insel müssen wir noch arbeiten. Da müssen wir mal ein paar Connections zu Adanos schaffen. Gold! Ich müsste ein bisschen was hacken können. Fähigkeiten, Punkte habe ich ja. Ganz passabler Schürfer immerhin. Na gut. Wenn da mal so ein Brocken in der Nähe ist, dann nehme ich den mal mit, aber ich gehe jetzt nicht extra nochmal in die Goldmine, um da Gold zu hacken an jedem einzelnen Stein, also das würde ich vielleicht offscreen machen, wobei eigentlich nicht mal dann. Bevor ich jetzt hier rüber gehe, werde ich mich jetzt hier auf der anderen Seite erstmal umgucken. Also dort lang mal gehen. Erstmal schauen, wo es hier noch so lang geht. Bevor ich jetzt quasi ins eigentliche Ort wahrscheinlich reingehe. Ins Zentrum, wenn man so sagen möchte. Ah ja, Schattenläufer. Den sollten wir jetzt eigentlich ganz gut schaffen, glaube ich. Selbst ohne gegen die Wand drücken. Wobei, der macht uns wahrscheinlich immer noch ziemlich viel Schaden. Naja, wir machen trotzdem immer noch sehr wenig Schaden. Also mit Crit geht's, aber bei nur 50%. So, ja, sonst ist ja eigentlich nichts mehr, ne? Da drüben, was ist das denn für eine... Achso, das ist die Brücke zur Goldmine. Okay, ich verstehe. Verstehe. Okay. Tut mir echt leid, Leute. Das Donnern ist ein bisschen laut. Das knallt ein bisschen auf den Ohren, glaube ich. Mach das mal ein bisschen leiser. Da drüben geht es ja auch noch wahrscheinlich irgendwo lang, ne? Aber dafür werde ich höchstwahrscheinlich da über die Brücke müssen, hoch. Also die Mucke passt wirklich perfekt zu diesem Gebiet. Das ist die Musik von Lesters Tal. Das passt hier perfekt rein. Wirklich, 1A. Gute Musikauswahl hier. Oh Mist, das hat mir 100 gegeben, ich Idiot. Jetzt bin ich aber mal gespannt, welche ersten Orks zu sehen kriege. Also ich glaube, jetzt haben wir hier die ersten Ork-Standarten gesehen. Ich glaube, wir werden jetzt auch die ersten Orks sehen. Das sind zumindest Warge. Also auf Waage, muss ich ehrlich sein, habe ich jetzt weniger Bock. Jetzt schon eher Lust, gegen Orks zu kämpfen, als gegen Waage. Das sind auch noch 3. Boah. Okay. Also ich habe zwar sowas wie das hier. Oder das. Oder das. Aber will ich das jetzt schon bei Wagen verwenden? Ich probiere es einfach mal. Meine, mehr als sterben kann ich ja nicht. Ich werde so sterben, Mann. Oha. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die haben ja fast gar nichts gedrückt an Schaden. Das war jetzt so nicht zu erwarten. Bin beeindruckt.
Von mir selber. Mein Gott, klingt das doof. Ah, da hinten ist ein Drachensnapper. Genau, an die habe ich jetzt nämlich auch gerade gedacht. Ich dachte jetzt gerade, ja okay, also wenn Waage mir jetzt so wenig Schaden drücken, wie wäre es denn mit Drachensnappern? Und zack, auf einmal stehen da Drachensnapper. Ich muss bei sowas echt mir angewöhnen, mal die Fresse zu halten. Das Gute ist, die kann ich halt einzeln irgendwie locken. Müssen irgendwie an die Wand locken. Na, an der Wand festhängt, dann habe ich bessere Karten. Nein! Oh ja! Optimal. Boah, yes. Aber denen mache ich wirklich echt wenig Schaden. Ich glaube, die würden mich auch töten. Jetzt schön konzentrieren. Dann kriege ich das Vieh. Saftige Erfahrungspunkte, wer sagt's denn? Ausgezeichnet. Jetzt der zweite. Wir machen das genau auf dieselbe Weise. Ich habe Zeit. Die nehme ich mir auch. Aber das sind halt 1500 leckere Erfahrungspunkte, die da rumschlaufen. Laufen. Das kann ich mir eigentlich nicht entgehen lassen, muss man ja sagen. Oh, oh. Ja, halbes Leben weg. Naja, gut, ein bisschen mehr als ein Drittel. Also einen zweiten Biss würde ich wohl noch überleben, aber einen dritten dann nicht mehr. Junge, ich muss konzentriert bleiben. Einmal kurz weggeguckt. Ui. Ich glaube, hätte ich jetzt diesen furchtbar hässlichen Helm nicht aufgehabt, wäre ich wahrscheinlich draufgegangen. Also irgendwie habe ich keinen Unterschied festgestellt. Da stehen zwar unterschiedliche Regenerationszahlen drauf, aber irgendwie heilen die, glaube ich, alle gleich. Die Fleischkeulen. So. Warum habe ich das getan, Alter? Warum? Warum habe ich das getan? Ich hätte ihn einfach an die Wand locken können, aber ich dachte, ich kann ihn zur Klippe locken. Nee, wir machen das schon mit der Wand hier. Im Verbund mit der Wand geht das schon. Das hat gut geklappt. Never change your running system, so, weißt du? So, jetzt haben wir dich. Schön konzentriert bleiben. Okay. Sehr gut. Den Erfolg speichern wir sofort. Nicht, dass ich wieder auf dumme Ideen komme und hier irgendwie das Spiel beende, ohne zu speichern oder das Ding abstürzt oder sowas. Das wäre nicht schön. Ja, und dann läuft wieder. Hallo Bauernhof, hallo! Ist auch echt ungewöhnlicher Bauernhof, ey. Selten in so einer Mod so einen Anblick ab. Bauernhof auf so einer Klippe. Das ist schon eher selten.
Aber da, also die Spielwelt, die wir hier bespielen, die ist wirklich einzigartig. Also so eine abgefahrene Spielwelt habe ich noch nie gesehen. Noch keine anderen Mod. Keine andere Mod kann mit so einer krassen Spielwelt aufwarten wie Juran bisher. Also zumindest kann ich mich ja keine Spielerwelt erinnern, die einen ähnlich bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat. Doch, welche Spielwelt ich auch noch abgefahren fand, war Kaduan Prolog. Es war eine sehr, sehr kleine Mod bloß. Ich habe die 2015, oder nee, nee, 18. 2018 habe ich die Let's Played. Das war eine wirklich sehr coole Mod, eine sehr kurze und kleine Mod, aber die war echt cool. Und die Spielwelt war auch sehr unique. Also die habe ich auch wirklich nur dort einmal gesehen. Also gibt ja solche Spielwelten wie zum Beispiel von Velen oder Valendor. Ne, die haben ja ein und dieselbe Spielwelt, das ist dieselbe Location, die auch sehr schön ist, ja, aber sie kommt halt eben doppelt vor. So, die gibt's halt mehrfach. Also ist es dann nichts mehr Besonderes eigentlich. Aber so die Spielwelt von Juran oder halt von Kaduan Prolog, die habe ich bisher nur einmal gesehen. Und deshalb macht das für mich auch. Sind die Mods dann für mich auch was Besonderes in gewisser Weise. So schaffe ich einen normalen Troll. Also würde ich schon schaffen, aber der zweite ist ein bisschen ärgerlich. Ich würde was probieren. Damit können wir vielleicht 4 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir haben nur 2 Orks und 2 Trolle. Dum, 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 dum. Oh, der hat's überlebt. Warum willst du nicht sterben? Oh. Steh auf! Nee, ich muss weg. Ich hab keine Chance mehr, um den drumherum zu laufen. Mies. Okay. Oh, das bietet sich ja an hier. Diesen Zauber habe ich in meinem Gothic 2 Randomizer Run sehr zu schätzen gelernt. Ein sehr nützlicher Zauber. Ich sollte mich dem Troll von hinten nähern. Dann braucht er erstmal eine Sekunde, um sich umzudrehen. Das ist eine Sekunde, die mir mehr Zeit verschafft. Mist, jetzt liegen die Leichen nicht mehr hier zum Plündern. Oh, das wäre aber ärgerlich. Toll, das hätte ich mir auch sparen können. Nee, warte mal, das ist Mist. Ich muss die plündern können. Wenn die despawnen, ist das scheiße. Ich brauche ja den Loot, sonst bringt's ja nichts. Der kriegt nur das halbe Leben ab. Hä, jetzt leben ja beide auf einmal noch. Warum denn das? Wait. Gerade habe ich aber einen noch getötet direkt. Stand ich zu weit weg? Lag's vielleicht daran? Vielleicht muss ich näher an die Trolle ran. Jetzt hat's den umgenietet. Okay, das war abgefahren. Fragt mich nicht, wie ich das gemacht habe. Es war auf jeden Fall krass. Ich wusste gar nicht, dass man dieser Faust ausweichen kann nach hinten. Wieder was gelernt. So, schwere Ork-Echse. Das waren unsere ersten Ork-Kills. Ich weiß aber nicht, mit wie viel Orks wir hier rechnen müssen. Also ob das jetzt nur 10 sind oder 200. Das ist jetzt die große Frage. Ist das nur so ein kleiner Stamm? Oder ist das so eine halbe Ork-Armee? Das ist jetzt halt die große Frage. Also aufgrund der Tatsache, dass wir dieses riesige Gebiet haben und wir hier ewig durchlaufen mussten, bis wir mal Orks finden, gehe ich mal davon aus, dass es wirklich nur ein kleiner Stamm ist mit mal so 10 bis 20 Orks höchstens. Vielleicht noch 2, 3 Schamanen, aber das war es dann glaube ich auch. Also ich denke mal, das wird kein großer Ork
Clan sein, sondern wirklich nur so ein kleiner Stamm wahrscheinlich aus so 10, 20 Orks bestehend, glaube ich. Ja, aber das gucken wir uns in der nächsten Folge weiter an. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit am Start, wenn es wieder heißt. Gothic 2, Juran. Das gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Folgt mir auf Twitch, Link in der Videobeschreibung. Bleibt gesund und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.